So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen heute zur Eröffnung der Jubiläumsausstellung Renoir, Monet, Gauguin, Bilder einer fließenden Welt, die Sammlung von Mazzucato und Osthaus unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir nach dem wunderbaren Auftakt gestern mit dem Herrn Bundespräsidenten Steinmeier und dem Herrn Ministerpräsidenten Wüst in unserer Philharmonie heute auch offiziell auch fürs Publikum die Ausstellung eröffnen können. Sehr geehrter Herr Botschafter, seien Sie auch hier heute herzlich willkommen, Exzellenz. Ich freue mich auch über den japanischen Generalkonsul in Düsseldorf, dass er wieder mal in Essen ist. Sehr geehrte Abgeordnete des Landtags, des Stadtrates, der Bezirksvertretung, meine sehr verehrten Damen und Herren, vor allen Dingen natürlich darf ich begrüßen Herrn Bernd Tönnies als Vorsitzender der RAG-Stiftung. Lieber Bernd, genauso wie auch Frau Berger-Vodopia von der RAG-Stiftung, seien Sie herzlich willkommen. Markus Kreber, der Vorstandsvorsitzende der RWE AG. Lieber Markus, auch dir herzlich willkommen. Wir freuen uns sowohl für die RAG als auch für die RWE über die, ja, man kann sagen, 100-jährige Begleitung unseres Museums. Das ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit, zeigt aber die Treue. Sehr geehrter Herr Gorschlüter, sehr geehrter Herr Langer für Evonik, auch da ein treuer Begleiter. Sehr geehrter Herr Gorschlüter, das war sozusagen, warum ich schnell auch zum Namen Gorschlüter kommen wollte. Ihnen nochmal und Ihrem Team herzlichen Glückwunsch. Es war gestern ganz großartig, wie Sie unsere Stadt und auch diese Region präsentiert haben mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Auch Ihr sehr inspirierender Vortrag wird uns, glaube ich, allen sehr in Erinnerung bleiben. Das darf ich auch im Namen von Ulrich Blank, dem Vorsitzenden des Museumsvereins, sehr deutlich sagen. Herzlichen Dank. Zum Ende wird ja auch Frau Engel, die Kuratorin, und die Ausstellung noch mal fachkundig näher bringen. Auch darauf freue ich mich. Ich habe gestern schon es ein bisschen genießen dürfen, wie Sie dem Herrn Bundespräsidenten und Frau Bödenbender die Ausstellung nahegebracht haben und welches Ideenreichtum dahinter steckt und welche Expertise Sie einbringen konnten. Auch hier herzlichen Dank. Meine sehr verehrten Gäste, Sie merken es schon bei der Ansprache, ich bin mächtig stolz und ich glaube, es ging allen Essenerinnen und Essenern gestern so, dass wir wirklich sehr, sehr stolz auf unser Museum, aber auch auf die Wahrnehmung unseres Museums sind. 100 Jahre Museum Volkbank in Essen, sagt das ganz klar, um auch da nicht mit Blick auf unsere Freunde in Hagen Irritationen auszulösen, aber auf jeden Fall 100 Jahre Museumsverein unseres Museums. Eine grandiose Zusammenarbeit, die zu Beginn dieses Museums wirkte, ein echtes PPP-Projekt, Private-Public Partnership, das seit 100 Jahren die Hände über dieses Museum und über die Sammlung hält. Und dass es ein besonderes Museum ist, können wir gerade in diesem Jahr sehr deutlich machen. Allein schon, wenn wir die Namen der Ausstellung uns vergegenwärtigen, Renoir, Monet, Gauguin, da läuft ein Schauer des Wohlbehagens schon über den Rücken. Und diese Bilder sind hier zu sehen und nicht nur die aus unserer Sammlung, sondern eben Bilder auch, die wir aus Japan bekommen haben. Eine wunderbare, gute Kombination mit dem National Museum of Western Art in Tokio. Also zur Jubiläumsschau hier und dann demnächst auch in Tokio geht Essen eben auch ein Stück weit von hier um die Welt. Es ist ein besonderes Jahr, ein Volkwang-Jahr. Und deshalb dürfen wir auch schon einen Blick darauf werfen, wenn es eben nicht nur darum geht, hier an diesem Standort, dem traditionellen Standort des Museums Volkwang, eine wunderbare Ausstellung zu sehen, sondern, wie es uns versprochen wurde, wenn wir auch in die Stadt gehen. Volkwang goes city. Also wenn wir den Gedanken, nämlich Kunst und Kultur für alle zugänglich zu machen, auch im wahrsten Sinne des Wortes einlösen in den Stadtteilen, das wird sicherlich ganz spannend und
vielversprechend. Wir haben gestern vom Herrn Bundespräsidenten sehr viel Lob über unser Museum gehört. Das hätte er nicht sagen müssen, aber wir haben uns gefreut. Und wir fanden auch, dass er nicht übertrieben hat, dass er wirklich sehr deutlich gemacht hat, dass Essen leuchtet und dass Essen leuchten kann, liegt eben nicht nur an einer meiner Vorgänger Hans Luther und einem Vorgänger von Herrn Gorschlüter, Ernst Gosebruch, sondern es liegt vor allen Dingen an 100 Jahre guter Zusammenarbeit mit der Bürgerschaft und natürlich immer wieder Unternehmerpersönlichkeiten, die Verantwortung übernommen haben, sich verantwortlich gezeigt haben als Mäzen, als Stifter, als Förderer und eine ganz herausragende Persönlichkeit in unserer Stadt und ein besonderer Freund des Museums ist Berthold Beitz. Und die Nachfolgerin im Kuratoriumsvorsitz der Alfred Krupp von Bohlen und Halber Stiftung, Frau Professor Gata, ist heute ebenfalls hier. Das ist bis heute eine Freundschaft zwischen der Stiftung und unserem Museum, von dem wir beide, darf ich sagen, profitieren. Das ist etwas Besonderes. Und natürlich ohne Berthold Beitz und seine mutige Initiative und seine Großzügigkeit hätte es eben den Chipperfield-Bau in dieser Art nicht gegeben. Ein Höhepunkt zum Kulturhauptstadtjahr und sicherlich auch in diesem Jahr besonders zu erwähnen, unserem Folkwang-Museumsjahr, unserem Folkwang-Jahr. Denn so revolutionär und neu vor 120 Jahren die Folkwang-Idee, die Initiative von Osthaus war, ich begrüße auch Vertreter der Familie sehr herzlich, die uns hier auch in diesem Museum im Kuratorium begleiten. So neu und revolutionär die Idee damals war, von dieser Energie, von diesem Anspruch ist keinem Jota abzuweichen bis heute. Es ist aktuell, vielleicht sogar mit Blick auf die Disparitäten in einer Gesellschaft, mit Blick auf die Fliehkräfte in einer Gesellschaft, aktueller denn je, dass es gelingt, über Kunst und Kultur Menschen zusammenzubringen, in den Diskurs zu bringen, zuzuhören, zuzusehen, auch unterschiedliche Positionen zu ertragen. Das scheint ja gerade in einer Diskussion, die sehr stark durch soziale Medien geprägt ist, alles andere als uns gelegentlich leicht zu fallen. Eine Position zu beziehen und dann den Bildschirm auszumachen, ist leicht. Aber in den Dialog zu gehen, in den Diskurs zu sehen, auch die eigene Position zu hinterfragen, auch zu reflektieren, die eigene Lebenssituation, das ist eben etwas, was Kunst und Kultur kann und weiter auch können muss. Und deshalb freue ich mich, dass ich Sie hier, ja, wie Paul Sachs schon mal einmal sagte, im schönsten Museum der Welt, auch das ist genauso aktuell wie damals, hier begrüßen darf zur Jubiläumsausstellung zum Jahr 100 Jahre Museum Folkwang in Essen. Wir wissen, es ist nach wie vor eine sehr besondere Zeit. Vielleicht war auch deshalb das ein doppeltes Geschenk, dass der Bundespräsident gekommen war. Ich glaube, wir haben alle ein bisschen gebangt, ob er nicht vielleicht am Morgen doch noch absagt. Und wahrscheinlich hätte es auch viele gute Argumente gegeben. Aber mein Eindruck war, er hat die Ausstellung auch sehr genossen. Mitarbeiter des Bundespräsidialamts sagten, es war auch eine der größten Veranstaltungen überhaupt in den vergangenen 2 Jahren, die der Bundespräsident gemacht hat. Und das in Essen. Das zeigt eben auch der unbedingte Impuls, in Essen dabei sein zu wollen und damit eben auch unser Museum die Aufwartung zu machen. Trotzdem, bitte bleiben Sie gesund, bitte passen Sie auf sich auf, achten wir einander und achten wir aufeinander, dann kommen wir weiter gut durch diese Zeit. Herzlichen Dank und Glück auf.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Kufen, sehr geehrter Herr Professor Goldschlüter, sehr geehrter Dr. Blank, Vorsitzender der Volksbank Museumsvereins, sehr verehrte Anwesende, es ist mir eine große Freude, dass heute im Rahmen des Jubiläums 100 Jahre Museum Volksbank in Zusammenarbeit mit dem National Museum of Western Arts in Tokio die Ausstellung Renoir, Monet, Gauguin, Bilder einer fließenden Welt eröffnet wird. Zudem möchte ich mich erneut dafür bedanken, dass mir gestern Abend die Gelegenheit zuteil wurde, mit Herrn Bundespräsidenten Dr. Steinmeier und Frau Bürdenbender die Ausstellung unter Anleitung des Direktors des Museums, Herrn Professor Goldschlüter, sowie der Kuratorin Frau Dr. Engel zu besichtigen und am Festakt zum 100-jährigen Bestehen des Museum Volksbank teilzunehmen. Ich möchte nochmal zum 100-jährigen Jubiläum vom Museum Volksbank von Herzen gratulieren. Zugleich möchte ich allen Beteiligten, die sich für die Verwirklichung dieser Ausstellung engagiert haben, meinen aufrichtigen Dank aussprechen. Das Museum Volksbank zeigt bereits seit vielen Jahren großes Interesse für Japan und befasst sich mit japanischer Kunst. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. So gab es 2019 zum Beispiel eine Ausstellung mit Plakaten von Matsunaga Shin, sowie 2020 eine Fotoausstellung von Tokyo Romando. Und gestern habe ich auch das Stück von Frau Shiota Chihal und auch das No-Maske-bezogene Stück von Frau Tabaimo gesehen. Und ich habe erfahren, dass 2014-15 die Ausstellung Monet Gauguin Van Gogh Inspiration Japan den Fokus auf die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts richtete, als französische Maler von der japanischen Kultur, die hier wie Ukiyo-e beeinflusst wurden. Ich habe gehört, Herr Oberbürgermeister, Herr Kufen, zur Unterzeichnung des Memorandum of Understanding über eine Zusammenarbeit 2017 die Stadt Koriyama in der Präfektur Fukushima besucht hat. Und er hat mir auch gesagt, dass er hat vor, auch in diesem Jahr dort nochmal zu besuchen, wenn ihm die Umstände erlauben würde. So, auch wenn sich aufgrund von Corona der grenzüberschreitende Personenaustausch derzeit schwierig gestaltet, hoffe ich sehr, dass der Austausch zwischen den beiden Städten künftig wieder Fahrt aufnehmen wird. In Essen steht die Zeche Zollverein, die heute zum UNESCO-Welterbe zählt. Und so habe ich bei meinem jetzigen Besuch auch diese Zeche besucht. In Nordrhein-Westfalen gibt es mehr als 600 japanische Unternehmen und hier leben rund 13.000 Japanerinnen und Japaner. Damit ist dies die größte japanische Community in Deutschland. Eigentlich aber stehen am Anfang der Beziehungen zwischen Japan und NRW, also 436 japanische Bergleute, die von 1956 bis 1965 im Ruhrgebiet arbeiteten und von denen über 30 hier in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen blieben. Essen ist zudem die Stadt, die mittels der Zeche Zollverein und weiterer Einrichtungen einen Beitrag zur Entstehung der Ruhrgebiets als Industrieregion leistete und heute auch mit der Hauptquartier von E.ON oder AG auch diese als Energiestadt. Ja. Später dann entsendeten, auch dank der freundschaftlichen Haltung der Landesregierung gegenüber Japanern, ab den 1970er Jahren zahlreiche japanische Unternehmen, ja, die Mitarbeiter, sodass dieses Bundesland heute die Region innerhalb Deutschland mit den meisten Japanern ist. Und im Mai 1985 startete daher der japanische Premierminister Nakasone Yasuhiro nach seiner Teilnahme am G7-Gipfel in Bonn
Ja, auch der Ministerpräsident Johannes Rau in Düsseldorf einen Besuch ab. Und als Februar 2017 das G20-Außenministertreffen in Bonn stattfand, machte der heutige Premierminister Kishida Fumio seinerzeit als Außenminister einen Abstecher nach Düsseldorf und traf dort mit der damaligen Ministerpräsidentin Flor Hannelore-Kraft zusammen. Als es im September letzten Jahres durch Überschwemmungen zu großen Schäden in Nordrhein-Westfalen kam, veranstalteten der japanische Club sowie die japanische Industrie- und Handelskammer in Düsseldorf einen Spendeaufruf bei den Japanern sowie japanischen Unternehmen in Nordrhein-Westfalen, bei dem mehr als 200.000 Euro zusammenkamen, die anschließend der Landesregierung überreicht wurden. Im letzten Jahr feierten Japan und Deutschland das 160-jährige Jubiläum des Beginns ihres bilateralen Austausches. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten leider zahlreiche Veranstaltungen ausfallen, sodass das Jubiläumsjahr bis März dieses Jahres verlängert wurde. Und so ist es mir eine große Freude, dass die Eröffnung der Ausstellung heute stattfinden kann im Rahmen von 160-jährigen Jubiläumsjahr zwischen Deutschland und Japan. Japan, das im 19. Jahrhundert nach der über 200-jährigen Abschottung von der Welt nach einem modernen Stadtwesen strebte, hat viel auf den Gebieten Recht, Medizin und Naturwissenschaften von Deutschland gelernt. Das für uns ein Vorbild etwa, was war. Und zwischen 1875 und 1912 entsendeten die japanische Regierung insgesamt 683 Studierende ins Ausland, von denen tatsächlich 80% in Deutschland studierte. Allein diese Zahl lässt erkennen, wie sehr der deutsch-japanische Austausch die Entwicklung meines Landes beeinflusst hat. Auf dem Gebiet der Kunst studierte Higashiyama Kai, der führende Landschaftsmaler Japans, der Nachkriegszeit Mitte der 1930er in Berlin. In den 70er und 80er Jahren fanden auch in Deutschland zahlreiche Ausstellungen seiner Werke statt und 1984 wurde er zum Mitglied des Ordens Pour le Mérite für Wissenschaften und Künste gewählt. Und in der Gegenwartskunst gibt es beispielsweise den Maler und Bildhauer Nara Yoshitomo, der in den 90er Jahren an der Kunstakademie Düsseldorf studierte und unter anderem auch in Köln tätig war. Und mir wurde berichtet, dass das Museum Volkbank seinen Anfang in einem Museum nahm, das der Kunstmäzen Karl Ernst Osthaus 1902 gründete. Ein wenig später besuchte auch der japanische Unternehmer, Politiker, Werftbesitzer und Kunstsammler Matsukata Kojiro ab 1916 rund 10 Jahre lang wiederholt Europa. Auf seiner Reise erwarb er eine umfangreiche Kunstsammlung. Osthaus und Matsukata sammelten beide zahlreiche Gemälde von französischen Malern des Impressionismus und Postimpressionismus. Die von Matsukata gesammelten rund 400 in Paris verbliebenen Berg gingen 1901 gemäß den Bestimmungen des Friedensabkommens von San Francisco in den Besitz des französischen Staats über. Jedoch gelangten sie später als Matsukata-Sammlung in Form einer Schenkung nach Japan. Das National Museum of Western Art, das als Kooperationspartner dieser Ausstellung fungiert, wurde 1959 gegründet, um die Matsukata-Sammlung präsentieren zu können. Das Museum wurde nach einem Entwurf von Le Corbusier errichtet und 2016 als eines von 17 architektonischen Werken Le Corbusier als bedeutender Beitrag zur modernen Architekturbewegung in 7 Ländern, darunter auch die Häuser der Weißenhofsiedlung in Stuttgart, zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt. Eigentlich hätte auch der Direktor des Museums, Herr Tanaka Masayuki, an dieser Stelle ein Grußwort halten sollen.
Jedoch kam wegen der Corona-Pandemie seine Reise nach Deutschland nicht zustande. Seit Oktober 2020 ist das National Museum of Western Art noch bis April dieses Jahres wegen Renovierung geschlossen, um im kommenden Juni mit genau dieser Ausstellung seine Pforten erneut feierlich zu öffnen. Auch ich freue mich bereits sehr auf diese Wiedereröffnung. In diesem Jahr hat Deutschland die G7-Präsidentschaft inne und im nächsten Jahr wird dann Japan den G7 vorstehen. Und ich hoffe, dass Premierminister Kishida und Bundeskanzler Scholz, die beide in der zweiten Hälfte letzten Jahres ihre Ämter antraten. Auch im Rahmen der Zusammenarbeit innerhalb der G7 die japanische-deutschen Beziehungen weiterentwickeln werden. Dass zwei Kunstmuseen in Japan und Deutschland zusammenwirken und diese Jubiläumsausstellung organisiert haben, ist für mich erneut ein Anlass zu großer Freude. Ich möchte dieses Grußwort beschließen mit meinen besten Wünschen für die künftige Entwicklung des Museums Volkfang sowie für die weitere Vertiefung des japanisch-deutschen Austausches und vor allem in der Bereich der Kunst und Kultur. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Exzellenz, sehr geehrter Herr Botschafter Yanagi, lieber Herr Oberbürgermeister, sehr geehrter Herr Tönjes, sehr geehrte Frau Berghoff-Vodopia, sehr geehrter Herr Kreber, sehr geehrter Herr Langer, liebe Nadine Engel, meine Damen und Herren, Sie glauben gar nicht, wie sehr wir diesem Wochenende entgegengefiebert haben. Mit Renoir, Monet, Gauguin, Bilder einer fließenden Welt, feiern wir den Auftakt unseres Jubiläumsjahres 100 Jahre Museum Volkwang in Essen. Wir widmen uns in diesem Jahr im Besonderen der Geschichte, der Gegenwart und der Zukunft unseres Museums. Und wir begeben uns zunächst in unseren Jubiläumsausstellungen zum Impressionismus und später im Jahr zum Expressionismus, in die Gründungsjahre unseres Museums und durchstreifen auf den Spuren von Karl-Ernst Osthaus und seiner Nachfolger ein Jahrhundert und mehr bewegter und einflussreicher Museumsgeschichte. Dabei richten wir den Fokus nicht nur nach innen, sondern gehen auch nach draußen in die Stadt mit unserem Projekt Volkwang und die Stadt und auch ein Stück weit in die Welt mit unserer in Kooperation mit Japan entwickelten Jubiläumsausstellung. Denn diese Ausstellung ist den beiden bedeutenden Sammlern des frühen 20. Jahrhunderts, Kojiro Matsukata und Karl-Ernst Osthaus und ihren Sammlungen gewidmet. Wir dehnen uns damit sozusagen maximal geografisch aus bis auf die andere Seite des Globus, wo sich die Sammlung Matsukata heute im National Museum of Western Art in Tokio befindet. Wir freuen uns, dass wir das National Museum of Western Art in Tokio nicht nur als Kooperationspartner für die Ausstellung hier in Essen gewinnen konnten, sondern dass im zweiten Teil des Jahres ein bedeutende Werke unserer Sammlung zu einem zweiten Teil der Ausstellung nach Tokio reisen werden und somit Volkwang in unserem Jubiläumsjahr auch in die Welt tragen. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken bei dem Direktor des Museums, Herrn Masayuki Tanaka, sowie der Kuratorin Megumi Jingaoka für die vertrauensvolle und fruchtbare Zusammenarbeit. Und der Botschafter hat es eben schon gesagt, leider konnten die beiden heute pandemiebedingt nicht nach Essen reisen. Als wir vor circa 3 Jahren begonnen haben mit den Planungen unseres Jubiläums, war es uns von vornherein klar, dass wir in besonderem Maße auf unsere Sammlungsgeschichte als erstes Museum der Moderne in Deutschland Bezug nehmen wollten. Gleichzeitig war es für uns unerlässlich,
diese unsere Geschichte und Sammlung auch in einen internationalen Zusammenhang zu stellen. Und so begaben wir uns auf die Suche nach einer Sammlung mit einer vergleichbaren Historie. Es ist ein absoluter Glücksfall, dass wir mit der Sammlung Mazzucata im National Museum of Western Art fündig wurden. Die Gemeinsamkeiten der beiden Sammler in ihren Sammlungen und Biografien, in ihren Visionen und Strategien, die Kuratorin der Ausstellung Nadine Engel, unterstützt durch Rebecca Herlemann und ihren japanischen Pendants in den vergangenen 2 Jahren herausarbeiten konnte, sind so faszinierend wie bestechend. Der langjährige Direktor der Kölner Museen und spätere Direktor der Nationalgalerie in West-Berlin, Leopold Reidemeister, nannte Mazzucata einmal den japanischen Krupp. Das ist ein dankbares Zitat für uns in Essen, aber damit ist längst nicht der Bezug zu unserer Historie erschöpft. Der Mazzucata, dem ein längeres Leben vergönnt war als Osthaus, stammte nicht nur wie Osthaus aus einem industriellen Umfeld, dem Schiffsunternehmen Kawasaki. Er hatte Künstlerberater wie Osthaus, durch die er seine Leidenschaft für die französische Moderne entwickelte. Er suchte wie Osthaus den direkten Kontakt zu den Künstlern in ihren Ateliers, kaufte bei den gleichen Kunsthändlern und hegte vor allen Dingen den Wunsch, seine Sammlung einer breiten, in diesem Falle japanischen Bevölkerung zugänglich zu machen, in einem eigenen Museum. Letzteres war ihm zu Lebzeiten allerdings nicht mehr vergönnt. Zunächst kam die Wirtschaftskrise in den späten 20er Jahren, die ihm zu einem Teilverkauf seiner Sammlung zwang. Dann wurde ein weiterer Teil seiner Sammlung 1939 beim Brand in einem Londoner Lagerhaus vernichtet und schließlich die immer noch sehr bedeutende und umfangreichen Bestände vom französischen Staat 1944 als Kriegsbeute konfisziert. Erst in den 1950er Jahren nach seinem Tod restituierte der französische Staat einen Großteil der Sammlung an Japan mit der Auflage, dort ein Museum zu gründen, das heutige National Museum of Western Art. Und so erfüllte sich der Wunsch Mazzucatas posthum. Es ist ein Glücksfall gewesen, dass dieses Museum, wie Herr Botschafter sagte, das in einem Le Corbusier-Bau unter UNESCO-Welterbe steht, in den letzten Monaten umfangreich renoviert wurde. Und so war es für uns möglich, zum ersten Mal seit den 50er Jahren wieder einen Großteil, einen bedeutenden Teil der Mazzucata-Sammlung von Japan zurück nach Europa zu bringen. Und gleichzeitig werden wir dann mit unseren Werken im Dialog in Tokio die Wiedereröffnung dieses wunderbaren Museums feiern. Vermittelt wurde der Kontakt zu unseren japanischen Freunden durch Detmar Westhoff, dem ich sehr herzlich an dieser Stelle für die Initiative und Vermittlung danken möchte. Auch wenn sich die beiden, Osthaus und Mazzucata, persönlich wohl nie begegneten, finden jetzt nach 100 Jahren die Lebenswege, Sammlungen und das wechselseitige Interesse am Impressionismus, aber auch an der Kultur des jeweils anderen in dieser Ausstellung zusammen. So begegnen ihnen 120 Meisterwerke des Impressionismus aus beiden Sammlungen in der Ausstellung. Dass dem so ist, verdanken wir nicht nur dem National Museum of Western Art als unserem Hauptleihgeber, sondern auch einer weiteren Reihe von Leihgebern, die uns Werke, die sich ehemals im Besitz Mazzucatas oder Osthaus befanden, zur Verfügung gestellt haben. Für Mazzucata sind das die Sumitomo Mitsui Banking Corporation und das Artisan Museum mit der Ishibashi Foundation in Tokio und insbesondere das Musée d'Orsay in Paris mit gleich 3 spektakulären Leihgaben in der Ausstellung. Und für Osthaus sind es das Wallraf-Richartz-Museum und die Fondation Corbeau in Köln und das Osthaus-Museum in unserer Nachbarstadt Hagen. Allen Leihgebern gebührt mein herzlicher Dank. Eine Leihgabe des National Museum of Western Art, über die wir uns besonders freuen, ist Paul Signacs Gemälde Der Hafen von Saint-Tropez, das bis 1971 Teil unserer ehemaligen Osthaus-Sammlung war und dann getauscht wurde gegen Werke von Kokoschka und Degas und später dann über den Kunsthandel an das Japanische Museum gelangt. Dass dieses großformatige Werk, das heute aufgrund seiner Fragilität praktisch nicht mehr reißt, noch einmal zurückkommt an seinem, könnte sagen, Ursprungsort, seiner Ursprungssammlung, ermöglicht uns auch in dieser Ausstellung erstmals eine Teilrekonstruktion des historischen Bildersaales des Folkwang-Museums in Hagen um 1920. Wir sind 1902, meine Damen und Herren, als Museum der Moderne, der Gegenwart gegründet, vermeintlich sogar das erste Museum der Gegenwartskunst in Deutschland und gesichert das erste, das Werke von Van Gogh, Cézanne, Gauguin und anderen Vorreitern der Moderne erwarb.
So war es für uns wichtig, maßgeblich initiiert durch Nadine Engel, zeitgenössische Positionen in die Ausstellung zu integrieren. So haben wir zwei japanische zeitgenössische Künstlerinnen eingeladen, Chiharu Shiota und Tabaimo, mit ihren Werken auf die Ausstellung zu reagieren, mit ihr zu interagieren, was ihnen mit ihren Installationen, wie wir finden, auf beeindruckende Weise gelungen ist. Sie stellen dem Spätimpressionismus eine visuell reiche, aber zeitgenössische Sprache gegenüber. Nadine Engel wird gleich noch weiter in die Ausstellung einführen. Lassen Sie mich aber einige Worte des Dankes sagen, denn auch da stecken Geschichte und Geschichten drin. Unser Hauptförderer, die RAG-Stiftung, und unsere beiden Hauptsponsoren, RWE AG und Evonik Industries AG, sind auf das Engste mit unserer Geschichte des Museums und mit dem Erwerb der Osthaus-Sammlung im Jahre 1922 verbunden. Wir werden sicherlich gleich noch mehr dazu erfahren, das möchte ich nicht vorwegnehmen. Ich möchte mich aber an dieser Stelle sehr herzlich bedanken für die Verbundenheit dieser drei Unternehmen zum Museum Folkwang und dass sich auch 100 Jahre nach der Überführung der Sammlungen nach Essen fortsetzt im Engagement für unsere Jubiläumsausstellung. Mein Dank. Mein Dank gilt somit für 100 gemeinsame Jahre im Zeichen der Kunst unserem Hauptförderer der RAG-Stiftung und unseren Hauptsponsoren RWE AG und Evonik Industries. Vielen Dank nochmal. Das kann man ruhig zweimal klatschen. Des Weiteren freue ich mich über die großzügige Unterstützung des Auswärtigen Amtes, das diesen internationalen Kulturaustausch zwischen Japan und Deutschland fördert. Mein aufrichtiger Dank gilt auch der Stadt Essen, die uns in diesem Jahr besondere Unterstützung zukommen lässt. Eine besondere Ehre für uns ist, dass die Ausstellung unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier steht. Wir hörten es eben, er hat gestern gemeinsam mit Ministerpräsident Hendrik Wüst die Ausstellung besichtigt und an unserem Festtag teilgenommen. Last but not least, meine Damen und Herren, möchte ich mich bedanken bei dem Dortmunder Büro Please Don't Touch für die wunderbare Ausstellungsarchitektur und Gestaltung. Mein größter Dank aber gilt Ihnen, liebe Frau Engel, die Sie die Ausstellung kuratiert und vorbereitet haben, sowie der kuratorischen Assistentin Rebecca Herlemann für die wissenschaftliche und organisatorische Mitarbeit. Ich finde, Sie haben fantastische Arbeit geleistet. Herzlichen Dank. Das gesamte Team des Museums hat wie immer maßgeblich zu dem Gelingen beigetragen. Im Besonderen möchte ich hier heute namentlich erwähnen die Registrarin Lisa Rosche, den Produktionsleiter Sandro Di Sabatino sowie für Marketing und Kommunikation Anka Grosser und Yvonne Dänekamp. Abschließend, meine Damen und Herren, möchte ich noch verweisen, falls Sie heute noch nicht genug haben von Renoir, Monet, Gauguin, dem Museum Folkwang und 100 Jahren, dann sollten Sie heute Nachmittag um 15.50 Uhr Arte einschalten. Da läuft nämlich ein großer Film über unser Museum mit dem wunderbaren Titel Das erste Museum der Moderne, wie die Impressionisten ins Ruhrgebiet kamen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ohne Maske eine echte Wohltat. Ja, Euer Exzellenz, Herr Botschafter, auch von mir ein herzliches Willkommen zur heutigen Ausstellungseröffnung hier im Museum Folkwang. Und das in der Kulturhauptstadt 2010 hier in Essen. Lieber Herr Oberbürgermeister Kufen, lieber Thomas, endlich mal wieder ein freudiges Ereignis, auch zu pandemischen Zeiten. Sehr geehrter Herr Gorschlüter, jetzt schon vielen Dank für das, was Sie im Jubiläumsjahr des Museum Folkwangs alles auf die Beine gestellt haben und auch, was wir noch erleben werden.
angefangen bei der Ausstellung, die wir heute eröffnen. Gestern Abend haben Sie Ihre Qualität als Entertainer offenbart. 100 Jahre Historie Folkwang plus Ausblick über weitere 100 Jahre, die Sie gegeben haben, das Ganze in 6 Minuten 40, das ist sicherlich sehr beeindruckend. Sollte es dem Museum mal schlecht geht, was wir alle nicht erwarten, um Sie persönlich müssen wir uns da keine Sorgen machen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, 100 Jahre Museum Folkwang, das ist wahrlich ein Grund zu feiern. Darum grüße ich auch alle hier Anwesenden sehr herzlich und ich freue mich, dass wir doch eine stattliche Zahl von Zuhörern heute hier begrüßen dürfen. In Ihrer aller Namen gratuliere ich dem Museum Folkwang, stellvertretend der Stadt Essen, dem Museumsverein und dem Direktor. Besser, glaube ich, zu identifizieren, aber an den jeweiligen persönlichen Namen. Ich gratuliere ganz ausdrücklich Herrn Kufen, lieber Thomas, Herrn Dr. Blank und Herrn Gorschlüter. Herzlichen Glückwunsch zu 100 Jahre Museum Folkwang. Ja, als Oberbürgermeister einer so großen Stadt hat man eben viele Aufgaben. Ja. Ja, bereits gestern hat Bundespräsident Steinmeier dieses großartige Ereignis in einem Festakt gewürdigt. Viele von Ihnen sind dabei gewesen und einige konnten die Ausstellung bereits vorab erleben. Und ich bin sicher, sie wird sehr, sehr viele Besucher fasziniert anziehen. In Zeiten, in denen die disruptiven Tendenzen zunehmen, meine Damen und Herren, finde ich es besonders erwähnenswert, wenn Brücken gebaut werden und wir gemeinsame Sache machen. Genau das ist bei dieser Ausstellung gelungen. Sie bringt die Sammlungen von Matsukata und Osthaus, die sonst 12.000 Kilometer voneinander entfernt sind, hier in Essen zusammen. Sehr geehrter Herr Botschafter, ein besonderer Dank geht noch einmal an dieser Stelle an Sie und an das National Museum of Western Art in Tokio. Vielen Dank für Ihr Engagement. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ergeht, aber wenn ich vor den Bildern der großen, hier ausgestellten Meister stehe, dann erfüllt mich das mit Ehrfurcht. Man spürt die Beständigkeit und die Faszination, die von diesen Bildern ausgeht. Sie stehen ein Stück weit im Kontrast zu unserem heutigen Zeitgeist, wo sich die Welt immer schneller zu drehen scheint. Wir werden überhäuft mit Bildern, die tagtäglich millionenfach produziert und über unzählige Kanäle um die ganze Welt geschickt werden. Einerseits waren wir noch nie so gut informiert wie heute. Andererseits ist die Flut dessen, was da tagtäglich auf uns einströmt, manches Mal kaum mehr zu ertragen. Ganz anders die ausgestellten Impressionisten. Einige Motive laden durch ihre Stimmung zum Innehalten ein. Andere dadurch, dass der Künstler seine Pinselstriche bewusst so gewählt hat, dass wir uns das Dargestellte durch unsere eigene Sehleistung erst erarbeiten müssen. Sich Dinge erarbeiten, dazulernen. Das war auch der Gedanke, der Karl-Ernst Osthaus antrieb. Er wollte nicht, dass die Kunst, die er sammelte, nur der besseren gestellten Gesellschaft seiner Zeit zuteil wurde. Er wollte die geistige Anregung, die er in der Kunst fand, auch den Laien vermitteln. Auch als nach Osthaus Tod seine Sammlung von Hagen nach Essen übersiedelte, blieb dieser Ursprungsgedanke erhalten. Die Gründung des Museums Folkwang in Essen im Jahre 1922 steht dabei natürlich auch in enger Verbindung zum Steinkohlenbergbau, wie so vieles hier in unserer Region. Das Rheinisch-Westfälische Kohlensyndikat, das ist übrigens auch damals nichts Illegales gewesen, war damals mit 6 Millionen Mark der größte Stifter des Museums. Sein damaliger Geschäftsführer Albert Janus engagierte sich für den Aufbau der Kunstsammlung und besorgte auch die ein oder andere Kohle im Bereich des Bergbaus.
Durch die Auswahl des Standortes Essen für das Museum Folkwang wurde international beachtete Kunst erstmals in einer Bergbaustadt allen Interessierten zugänglich gemacht. Das explizit von den damaligen Akteuren verfolgte Ziel, ein Museum für alle zu errichten, wurde von Anfang an aufgegriffen und bis heute umgesetzt. Darauf wird ja allergrößter Wert gelegt, was ich persönlich sehr unterstütze. Deshalb bringen wir uns als RRG Stiftung zum 100-jährigen Jubiläum natürlich auch gerne ein. Wir fühlen uns dem Bildungsgedanken von Osthaus und den Gründervätern des Essener Museums besonders verbunden. Ich bin allen Beteiligten dieser Ausstellung und das weitere Programm rund um das Jubiläum des Museums möglich gemacht haben, sehr dankbar. Ihnen und Ihrem Team, Herr Gorschlüter, und natürlich auch der Kuratorin Frau Engel. Wirtschaft und Folkwang gehören hier in Essen einfach eng zusammen. Und ich bin sicher, das wird auch in den nächsten 100 Jahren so bleiben. Ich wünsche Ihnen allen, meine sehr verehrten Damen und Herren, heute in der Ausstellung gute, viele neue Eindrücke. Halten Sie einen Moment inne in der fließenden Welt der Impressionisten. Glück auf! Eure Exzellenz, sehr geehrter Herr Botschafter, sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrter Direktor Professor Gorschlüter, sehr geehrte Frau Engel, Herr Blank, herzlich willkommen. Lassen Sie mich auch beginnen mit einem ganz klaren herzlichen Glückwunsch zum 100-jährigen Bestehen des Museum Folkwang. Wir sind alle sehr stolz auf das Museum. Es ist das kulturelle Herzstück unserer Stadt mit internationalem Renommee und wahrscheinlich eines der bedeutendsten Kunstmuseen in Deutschland. Wir haben eine herausragende eigene Sammlung, wir erleben großartige Ausstellungen hier in Essen. Und das Gebäude macht zu einem einmaligen Ensemble. Die Menschen begegnen der Kunst und man bemerkt die besondere Verbindung auch der Menschen der Stadt Essen mit unserem Museum. Auch RWE ist Teil dieser Stadt. Nächstes Jahr werden wir 125 Jahre. Wir unterliegen starkem Wandel. Sie wissen es, wir sind heute schon eines der führenden erneuerbaren Unternehmen weltweit mit Aktivitäten, Herr Botschafter, von Japan bis in die USA, Skandinavien, bis Chile, bis Australien. Aber Essen, lieber Thomas, bleibt unsere Heimat. Und wir haben das nochmal bewusst unterstrichen, auch mit dem Bau unserer neuen Unternehmenszentrale, nur ein Steinwurf von hier für über 3.000 Mitarbeiter. Lieber Herr Blank, RWE war von Beginn an engagiert für das Museum Folkwang. Wir damals noch firmierend als rheinisch-westfälisches Elektrizitätswerk gehörten mit zu den Gründungsvätern des Museumsvereins. Und die Verbundenheit gilt bis heute. Und deswegen freuen wir uns ganz besonders, dass wir diese Auftaktaufstellung im Jubiläumsjahr unterstützen dürfen. Wir sehen bedeutende impressionistische Werke aus eigener Sammlung, aber auch Glanzstücke aus der Sammlung von Mazzucato. Zusammen ein echtes Highlight. Kunst heißt ja manchmal, die Wirklichkeit mit anderen Augen zu sehen. Und für die Impressionisten gilt das, glaube ich, in ganz besonderer Weise. Sie waren ja in ihrer damaligen Welt Radikale, und haben eigentlich
sich über vorherrschende Konventionen des damaligen Kunstbegriffs hinweggesetzt. Kunst bis dahin war vor allen Dingen viel Planung, mehrere Vorstufen, das Gemälde zu entwickeln und ganz viel Genauigkeit und Präzision. Und die Impressionisten begegneten dem relativ kühn, durch die Spontanität des Augenblicks, die ungebremste Kraft des künstlerischen Ausdrucks und unglaublich viel Kreativität. Wenn wir das auf die heutige Zeit übertragen, kann ich mir vorstellen, dieser Ansatz kann helfen, manche Probleme zu lösen, wenn ich mal an unser Geschäft denke und die Schwierigkeit des Ausbaus von erneuerbaren Energien und den langen Planungsprozessen. Also mehr Kreativität. Insofern freuen wir uns ganz besonders, diese Ausstellung unterstützen zu dürfen und Partner sein zu können. Und in Zeiten von Corona, glaube ich, sind wir alle sehr dankbar, dass wir diese Highlights live und in Farbe erleben können und zusammen mit anderen Menschen. Insofern wünsche ich allen Besucherinnen und Besuchern viel Spaß bei dieser Ausstellung. Herzlichen Dank. Böse, wenn ich jetzt mich einfach den Begrüßungen, die schon geäußert worden sind, anschließe, außer der für Herrn Langer selbstverständlich. 100 Jahre Folkwang, das habe ich gestern Abend gelernt, dahinter verbergen sich eigentlich zwei Jubiläen. Das Jubiläum des Museums und das Jubiläum der Museumsfreunde, des Vereins der Museumsfreunde. Und jetzt verrate ich Ihnen, dass es noch ein drittes Jubiläum gibt, das in diesem Zusammenhang relevant ist. Vor 175 Jahren, im Dezember 1847, wurde in Berlin die chemische Firma Theodor Goldschmidt gegründet. Die älteste Vorgängergesellschaft von Evonik, älter noch als die weitaus bekanntere Degussa, die im nächsten Jahr erst ihr 150-jähriges Jubiläum feiern wird. Eigentlich wäre das hier in dieser Runde keine Erwähnung wert, wenn nicht diese Firma Goldschmidt im Jahr 1889, kurz vor der Jahrhundertwende, nach Essen gezogen wäre, um näher bei ihren Kunden aus der Metall- und Textilwirtschaft zu sein. Und wenn nicht Karl und Hans Goldschmidt, die beiden Brüder, die in zweiter Generation das Unternehmen führten und die beide kunstbegeistert waren, dem Museum Folkwang geholfen hätten damals, indem sie ihm zwei Villen zur Verfügung stellten, hier an dieser Stelle in der Bismarckstraße, in denen das Folkwang-Museum ab dem Jahr 1929 eigentlich seinen Sitz hatte, bis zum Zweiten Weltkrieg, in dem die beiden Villen zerstört wurden. Über all das, über die Beziehung der Goldschmidt-Brüder zu der Frühgeschichte des Folkwang-Museums, darüber wird Ihnen mein Kollege, der Historiker Ralf Peters, am 12. Mai mehr erzählen auf Basis neuer Forschungen und auch auf Basis neuer Familiendokumente. Also für alle diejenigen von Ihnen, die sehr stark interessieren für die Essener Kunst- und Kulturgeschichte, merken Sie sich diesen Termin vor 12. Mai. Jetzt könnte ich natürlich dem Ralf Peters einiges vorwegnehmen, das möchte ich nicht tun. Ich möchte vielmehr ganz kurz noch in den 3 verbleibenden Minuten mit Ihnen darüber sprechen, was erwarten wir denn eigentlich von der Kunst als speziell 1000 Mitarbeitern in 100 Ländern der Welt. Und dieser Raum, der im Grunde wie ein Kino gebaut ist, regt natürlich an, ein Beispiel aus der Kinowelt zu suchen, um genau das zu erklären. Evonik führt als Claim den Satz "Leading beyond chemistry to improve life today and tomorrow". Ins Deutsche übertragen, wir gehen über die Chemie hinaus, um das Leben der Menschen zu verbessern, heute und morgen. Also ein recht kühner Anspruch.
um zu verdeutlichen, was damit gemeint ist und welche Rolle die Kunst dabei spielen kann, springen wir einfach hinein in ein weiteres Kino, nämlich in einen Film, der eigentlich ein italienischer Horrorfilm ist, gedreht vom Meister des Genres, von Dario Argento. Und dieser Film hat auf den ersten Blick gar nichts zu tun mit unserem Thema. Und genau deswegen ist er interessant. Ich erspare Ihnen jetzt die Einzelheiten dieses Films. Wir sind ja hier in einer festtäglichen Sonntagsmatinee, ja, und es handelt sich um einen Horrorfilm. Es genügt für unseren Zweck zu sagen, dieser Film beginnt in den Uffizien in Florenz und zwei Bilder spielen eine sehr große Rolle. Weil in dieser Szene, mit der der Film beginnt, bricht eine junge Frau zusammen in den Uffizien, weil sie zuletzt zwei Bilder gesehen hat. Und eines davon ist die Medusa von Caravaggio, was natürlich nicht erstaunlich ist in einem Horrorfilm. Und das andere Bild ist, und das ist schon erstaunlich, einfach eine Landschaftsmalerei von Peter Bruegel dem Älteren. Warum dieses Bild? Ja, man ist erst enttäuscht als Zuschauer, dass genau dieses Bild eingesetzt wird. Es ist eine felsige Meeresbucht. Es hat Schiffe, Segelschiffe, die vor Anker gegangen sind. Es hat eine festungsbewehrte Insel. Es hat einen Seemann, der im Vordergrund seiner Tätigkeit nachgeht. Es hat einen Hirten, der bei seiner Herde steht. Also im Grunde ein idyllisches Arkadien, wie man es sich vorstellt. Man braucht einige Zeit, um sich in dieses Bild zu versenken und zu verstehen, wo der eine Punkt ist, der nicht stimmt, der nicht passt. Und der kann einem schon das Blut in den Adern gefrieren lassen. Auf einmal sieht man zwei Männerbeine aus dem Wasser aufragen. Ein Bein himmelwärts gestreckt, ein Bein angewinkelt, so wie von einem Grundschüler, der von einem 1-Meter-Brett springt und möglichst versucht, die Oberfläche seines Körpers zu vergrößern und möglichst viele der kichernden Mädchen am Seitenbecken nass zu spritzen. Aber auf diesem Bild gibt es keinen 1-Meter-Turm und es gibt keine kichernden Mädchen. Und jedes Schiff und jedes Ufer ist zu weit weg von diesem Mann, dass er abgesprungen sein könnte. Also wovon ist er abgesprungen? Wovon ist er abgesprungen? Und je länger man dieses Bild betrachtet, desto mehr wird man das Gefühl nicht los, Zeuge zu sein eines Falles, eines Sturzes, einer unglaublichen, abstoßenden, schrecklichen Geschichte. Und während man darüber nachdenkt und sucht, hilfesuchend nach dem Titel des Bildes, schaut man sich diesen Titel an, es gibt einen Titel dieses Bildes und das Bild heißt Landschaft mit Sturz des Ikarus. Wie bitte? Landschaft mit Sturz des Ikarus? Und da treffen irgendwie zwei Dinge aufeinander, die so gar nicht zusammenpassen. Da ist die Landschaft, die friedliche, idyllische Landschaft und da ist sozusagen das grauenhafte Geschehen. Einer, der versucht hat zu fliegen und daran gescheitert ist, abgestürzt ist und die Welt nimmt überhaupt keine Notiz davon. Also es ist irgendwie der Moment, in dem die Wahrnehmung, die wir haben, von dem, was wir sehen, kippt. Und indem wir das Gefühl haben, wir verstehen, was eigentlich die wichtigste Aufgabe der Kunst für uns ist. Nämlich uns zu überraschen und zu zeigen, dass die Welt ganz anders sein könnte, als wir sie sehen. Uns zu zeigen, dass die Grenzen der Welt vielleicht ganz andere sind, als die Grenzen unseres Verstandes. Und das, glaube ich, Überraschung ist, glaube ich, das ganz Wichtige an der Kunst, auch für uns. Denn wir müssen auch immer wieder, die Chemiker bei uns, die Welt anders interpretieren, sich anders vorstellen, als sie ist. Sonst käme man nicht auf die Idee, im Grunde Nanolipide herzustellen, die später sich als ganz, ganz wichtige Transportstoffe für Covid-19-Impfstoffe erweisen oder andere Dinge, andere Eigenschaften für Produkte unserer Kunden zu erfinden. Das ist das, was Kunst heute für uns als Funktion hat, wenn man überhaupt die Kunst instrumentalisieren will, aber sozusagen Impulsgeber, immer wieder eine Gelegenheit, sich die Welt anders vorzustellen, als wir sie sehen, als wir sie vorfinden. Und das gilt zwar für uns, die wir ständig Innovationen bringen müssen, aber für Sie, auch für Sie, kann es natürlich ein interessanter Erkenntniszuwachs sein. Das heißt, wenn Sie nachher durch die Ausstellung gehen, die uns Frau Engel jetzt gleich vorstellen wird, dann werden Sie natürlich viele alte Bekannte wiedersehen. Renoir, Monet, Gauguin und so weiter. Belassen Sie es nicht dabei. Lassen Sie sich überraschen. Ja? Und es braucht nur zwei Dinge dafür, nämlich offene Augen und einen wachen Geist. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen tolle, tolle Museumserlebnisse in dieser Ausstellung
und sage herzlichen Glückwunsch, Volkwang, zum 100-Jährigen. Exzellenz, lieber Oberbürgermeister, sehr geehrter Herr Tönjes, sehr geehrter Herr Kreber, sehr geehrter Herr Langer, lieber Herr Gorschlüter, lieber Herr Blank, sehr verehrte Damen und Herren. Noch niemals in der Weltgeschichte hat ein geografisch so restloses Umfassen der Erde stattgefunden wie in der Jetztzeit. Wie unser tägliches Leben schon in tausend Kleinigkeiten mit den Ländern des Erdballs in Beziehung steht, so noch viel tausendfältiger das Geistige. Die Wortwahl lässt es vielleicht verraten, das Zitat, mit dem ich meine Ausführungen beginnen möchte, stammt nicht aus dem 21. Jahrhundert. Es handelt sich um einen Text über das Museum Volkwang von Carl Wied aus dem Jahr 1919. Carl Wied hatte zu dieser Zeit bereits die Leitung des Museums in Hagen übernommen, weil Karl-Ernst Osthaus gesundheitlich schon stark angegriffen war. Wenn Sie in den letzten Stunden bereits unsere Jubiläumsausstellung besucht haben, dann wissen Sie, warum ich Wied anführe. In der großen Halle spürt man, wie weltumfassend das beginnende 20. Jahrhundert bereits miteinander verbunden ist. Die knapp 120 Kunstwerke, die wir zeigen, haben schon damals Länder- und Kontinentsgrenzen überschritten. Von Paris über Kopenhagen nach Tokio beispielsweise oder von Paris-Berlin nach Hagen und zum Schluss nach Essen. Es sind in diesem Sinne Bilder einer fließenden Welt, einer Welt, die in vielerlei Hinsicht im Umbruch war und in die der moderne Kunst einen Aufbruch bedeutete. Zusammengetragen wurde der Hauptteil der Werke, die Sie gesehen haben oder vielleicht noch sehen werden, von Karl-Ernst Osthaus und Kojiro Matsukata, zwei der bedeutendsten Sammler des Impressionismus und Postimpressionismus, auch wenn beide deutlich mehr gesammelt haben als nur diese zwei Stile. Gleich zu Beginn unseres Rundgangs begegnen Ihnen die beiden in zwei Porträts, einem von Frank Brangwyn und einem von Ida Gerhardi. Während Matsukata nonchalant im Sessel zurückgelehnt sitzt und Pfeife raucht, eine üppige Blumenpracht umgibt ihn als Zeichen von Prosperität, dann inszeniert Osthaus sich demgegenüber als Gelehrter, mit Stift in der Hand beim Studium einer griechischen Vase und im Hintergrund öffnet sich der Blick zu den Gemälden von Seurat und Signac in dem großen Gemäldesaal. Das Museum Volkwang sollte eines der ersten Museen in Deutschland sein, das ihre Kunst ankaufte und auch ausstellte. Die Charaktereigenschaften, die wir aus den Porträts von Matsukata und Osthaus herausspüren, sollten diese beiden Menschen auszeichnen. Vergnügliches Understatement bei dem einen und ernsthafter Wissensdrang bei dem anderen. Impressionistische und postimpressionistische Kunst zu sammeln, war zu Beginn des 20. Jahrhunderts alles andere als selbstverständlich. Die ersten Kunsthändler finden in den 1870er Jahren an, in diese Kunst zu investieren. Und Matsukata und Osthaus gehörten in ihrem jeweiligen Land zu den ersten Sammlern der Stunde. Es ist fast unglaublich, wenn man sich die Schnelligkeit vor Augen führt, mit denen die beiden die Sammlung zusammentragen, mit dem sie zusammentragen, was sie heute in unserer Ausstellung in Bruchteilen sehen, ja, zusammentragen konnten, dank ihrer finanziellen Mittel. Sprechen wir nur von der französischen Kunst, dann waren es knapp 10 Jahre, bis zwei Bestände zusammengekommen waren, die bleibenden Wert haben sollten. Osthaus, der jüngere von beiden, widmet sich von 1901 bis etwa 1913-14 der Kunst Frankreichs, Matsukata von 1917 bis 1927. Die biografischen Hintergründe der beiden hätten unterschiedlicher nicht sein können. Der eine stammte aus einer angesehenen und einflussreichen Politikerfamilie in Japan und stand ab 1896 der Kawasaki-Werft vor. Der andere erwuchs aus dem, was wir neues Bürgertum nennen und war geprägt von den soziokulturellen Gegebenheiten, die die Industrialisierung in seinem Umfeld mit sich gebracht hatte.
Beide einte der Wunsch, ihre Sammlung einer breiten Öffentlichkeit und insbesondere jungen Künstlerinnen zugänglich zu machen, der Gesellschaft etwas zurückzugeben, sie durch Momente der Kunst im wahrsten Sinn auf neue Gedanken zu bringen. Für Hagen und für Tokio, zwei Städte, die örtlich und gedanklich maximal weit auseinander lagen, entwarfen sie deshalb Museen ohne Grenzen, wie es im Umfeld von Matsukata einmal heißt. Zeitenübergreifend, gattungsübergreifend, Treffpunkte von westlicher und auch von östlicher Kunst. Aus diesem Grund sind sie bei ihrem Rundgang an wichtigen Knotenpunkten in der Ausstellung sowohl traditionellen japanischen Kunstwerken wie Hängerollen und Theatermasken, aber auch den Werken der zwei zeitgenössischen japanischen Künstlerinnen Shiota und Tabaimo begegnet. Kurzzeitig und mit raumgreifenden Gesten sollen sie daran erinnern, dass die Wahrheit nicht nur eine westliche ist. Zwar stehen Matsukata und Osthaus im Vordergrund unserer Erzählung, aber in ihrem Rücken, heute vielmals von den Bildern verdeckt, wirkten eine Vielzahl von Personen an den beiden Sammlungen mit. Deshalb ist im ersten Saal nicht ohne Grund Renoirs Porträt von Gertrud Osthaus gegenüber dem ihres Ehemannes und dem von Matsukata gehängt. Die beiden für unsere Ausstellung aber wohl zentralsten Namen von Beraterinnen sind Léonce Bénédict und Henri van de Velde. Van de Velde, der nicht nur den Innenausbau von Osthaus Museum besorgt, sondern ihm auch zu solch wichtigen Ankäufen wie Renoirs Lise mit dem Sonnenschirm rät, dem ersten Werk der französischen Moderne in Hagen. Vielleicht haben Sie in einem der beiden kleinen Kabinette unseres zweiten Ausstellungsraums den Garten im Sommer von Van de Velde gesehen, eine freundliche Leihgabe unserer lieben Kollegen in Hagen. Er soll verdeutlichen, dass Van de Velde zusammen mit der Gruppe der Neo-Impressionisten malte und auch ausstellte. Dass diese in die Sammlung Osthaus dann gelangten, scheint heute eine fast logische Konsequenz, war 1902 aber durchaus schockierend, nicht zuletzt, weil diese Bilder zunächst neben recht biederen Landschaftsdarstellungen hingen, eine maximale Herausforderung der Seherfahrung. Was Van de Velde für Osthaus war, das war Léonce Bénédict für Matsukata. Der Kurator für Gegenwartskunst am Musée du Luxembourg in Paris und Direktor des gerade in Gründung befindlichen Musée Rodin verlagerte den Fokus der Sammlung Matsukata bis zu seinem Tod im Jahr 1925 eindeutig auf die französische Kunst. Er hatte dabei eine große Summe zur Verfügung und ständig gingen Briefe mit Ankaufsvorschlägen von Paris nach Tokio. Als 1922 etwa der dänische Impressionistensammler Wilhelm Hansen aus finanziellen Gründen die Hälfte seiner Sammlung verkaufen muss, erwirbt Bénédict für Matsukata auf einen Schlag 34 Bilder mit einem Wert von 1,7 Millionen Franc. Zum Vergleich, das geerbte Vermögen, das Karl Ernst Osthaus zur Verfügung stand, belief sich auf insgesamt 3 Millionen Mark. Matsukata konnte also im großen Stil kaufen und tat dies auch, vor allem was die Werke von Rodin und Monet angeht. Die Bestände, die er ankaufte, suchen in Größe und Qualität weltweit ihresgleichen. Er ist es, der es ermöglicht, dass Rodins lebenslanges Projekt des Höllentores endlich in zwei Bronzegüssen Wirklichkeit wird. Seine Sammlung an Werken des Künstlers beläuft sich zu Hochzeiten auf über 50 Stück. Bei Monet sind es mehr als 30 Gemälde. Und so öffnet sich das Zentrum unserer Ausstellung den Naturdarstellungen des Letzteren, in den Mehrzahl Bilder, die getragen sind vom Motiv des Wassers. Also auch in diesem Sinn ist unsere Ausstellung eine Ausstellung mit Bildern einer fließenden Welt. Nicht ohne Grund stehen mit Rodin und Monet wohl zwei Künstler im Zentrum der Sammlung Matsukata, die beide ihrerseits von der japanischen Kunst beeinflusst sind. Überwiegen bis zu diesem Zeitpunkt der Ausstellung die Werke der Sammlung Matsukata, dann wird in den letzten Räumen deutlich, wo die Stärken der Sammlung Osthaus liegen. Für ihn beginnt die moderne Kunst bei den großen Vorläufern, wie er sie nennt, Gauguin, Cézanne, Van Gogh und den Neo-Impressionisten. Und so inszeniert er zu Hochzeiten auch die Hängung in seinem großen Gemäldesaal. Dank der großzügigen Leihgabe unserer Kolleginnen aus dem National Museum of Western Art und dem Wallraf-Richerts-Museum können wir Ihnen zumindest in Ansätzen vermitteln, wie es sich anfühlte, in diesem Raum des Museum Folkwang in Hagen zu stehen. Auch wenn uns die Werke von Künstlerinnen und Künstlern wie Van Gogh längst zu geliebten Klassikern geworden sind, in Hagen wie auch im Rest von Deutschland riefen sie noch in den 1910er Jahren deutschlandweite Empörung hervor.
Da waren zum Teil schon fast 20 Jahre vergangen, dass Osthaus die ersten Stücke erworben hatte. Den ersten Van Gogh für ein deutsches Museum, die ersten Gauguin. Mit diesen Hochkarätern endet nicht ohne Grund unsere Ausstellung und damit auch meine Einführung für Sie. Bevor wir aber hoffentlich alle noch ein bisschen in der Schönheit der Kunst schwelgen, lassen Sie mich aus der Kurzgeschichte zitieren, die die preisgekrönte japanische Literatin extra für uns geschrieben hat, Sayaka Murata, Ihnen vielleicht bekannt durch den Roman Die Ladenhüterin. Anders als im wahren Leben begegnen sich in Muratas Kurzgeschichte, die Sie im Katalog finden, Karl Ernst Osthaus und Kojiro Matsukata, und sie erleben gemeinsam eine Odyssee im Weltraum, bei der die Kunst nicht fehlen darf. Ich zitiere: K. wusste nicht so recht, wie er die Ausstellung gestalten sollte, aber nach den Daten, die Matsukata ausgedruckt hatte, war es wichtig, die Objekte geschützt aufzubewahren. Deshalb baute er einen riesigen Glasbehälter, den er überdachte und mit Türen versah. Darin arrangierte er die Objekte. Nachdem sie mit den Vorbereitungen für die Ausstellung fertig waren, ließen K. und Matsukata sich nieder, um auf die Gäste zu warten. Nun, da Sie endlich alle hier sind, ist die Ausstellung eröffnet. Thank you.